Also ich finde, Politiker sollten auf jeden Fall für die Interessenvertretung zuständig sein. Sie sollten sozusagen das Volk vertreten und sozusagen das möglich machen, was sich das Volk wünscht, um, sage ich mal, größtmöglichen Wohlstand und Zufriedenheit in der Gesellschaft zu ermöglichen. Und das sollte deren Ziel sein, ja. Der Deutsche Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz im Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte. Der Bundestag wird als einziges Verfassungsorgan des Bundes direkt vom Volk, den Staatsbürgern, gewählt. Dies ist festgelegt im Grundgesetz gemäß Artikel 20 und Artikel 38. Jeder Staatsbürger kann an der Wahl teilnehmen, der älter als 18 Jahre ist. Die Wahl ist unmittelbar, wenn der Wählerwille direkt das Wahlergebnis bestimmt. Eine Wahl ist frei, wenn keine inhaltliche Wahlentscheidung vorgegeben ist, und sie ist geheim, wenn niemand nachprüfen kann, wie sich der einzelne Bürger entschieden hat. Jeder Wähler hat zwei Stimmen, die absolut gleichberechtigt sind. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat eines Wahlkreises gewählt. Es gibt 299 Wahlkreise. Wer die meisten Stimmen bekommt, ist gewählt. Mit der Zweitstimme wählt der Wähler eine Partei, deren Kandidaten über eine Landesliste zusammengestellt sind. Eine Partei muss mindestens 5% der Zweitstimmen erhalten oder 3 Direktmandate, um in den Bundestag zu kommen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind also die direkten Vertreter des Volkes, die über die jeweiligen Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Die Arbeit der Abgeordneten ist bestimmt durch eine sitzungsfreie Woche, die sich mit 2 Wochen Arbeit im Parlament, in den Fraktionen und nicht zuletzt in den Ausschüssen abwechselt.